Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Unboxing. Tatsächlich ein Unboxing aus der Box von letztem Monat. Euch ist aufgefallen, die Trendrider Box ist nicht gekommen, obwohl ich sie im 12er-Monatsabo bestellt habe. Problem war, ein bisschen meine Schuld, ein bisschen ihre Schuld. Also es ist nicht ganz ihre Schuld, weil ich Problem bei der Zahlung hatte, ist irgendwie was umgestellt worden und bla und blub. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Ich musste es dann nachüberweisen, habe ich dann auch gemacht, aber sie haben mich anscheinend vergessen. Und dann habe ich denen letzte Woche, also so um den 30. oben geschrieben, wo die Box bleibt. Denn sie ist immer noch nicht gekommen und haben sie mir natürlich dann gleich nachgeschickt, war kein Problem. Lustigerweise kam die August-Box noch vor der Juli-Box. Deswegen packen wir jetzt die aus. Und jetzt hat eine drunter geschrieben, interessiert mich im August nicht mehr, was in der Juli-Box drin war. Es war bei der Brand-News-Box. Aber ihr wisst ja, ich packe das trotzdem aus. Viele schauen es ja trotzdem an, weil sie interessiert, was überhaupt drin war, auch wenn es die Box nicht mehr zu kaufen gibt. Ich schreibe extra auch immer hin, welcher Monat das ist, dass es auch nicht verwirrend ist. Also es ist auf jeden Fall transparent und es muss natürlich auch keiner anschauen. Aber wenn ich die Box schon kaufe, will ich die euch natürlich auch zeigen. Und da hätte ich sie euch jetzt wirklich nicht eher zeigen können, weil sie nicht eher da war. Einmal die Trendrider Box Juli und danach nehme ich gleich die Trendrider Box August auf, dass die tatsächlich im August online kommt. Ich werde wahrscheinlich auch die August Box vor der Juli Box online bringen, weil das mehr Sinn macht. Damit, wie gesagt, ein paar die Box nachkaufen können mit ist. So. Wir haben hier erstmal Papier, wandert natürlich raus. Und hier steht schon mal Beach Wipes drauf. Ich würde sagen, nehmen wir gleich das hier raus. Beach Wipes. Hier steht schon zum August was, das kann ich ja trotzdem vorlesen. Deine Trendbox im August. Stell dir vor, der Sommer müsste nie enden. Warme Tage voller Aktivität, Spaß und Entspannung. Und Entspannung pur, ob unterwegs oder zu Hause im Kühlen. Die letzten Züge der schönsten Jahreszeit müssen ausgekostet werden. Wir wollen mit dir die Liebe zur heißesten Saison feiern und überraschen dich in der kommenden Trendbox mit den Top-Produkten im August, die dir garantiert ein letztes sonniges Feeling bescheren. Endless Summer überall, wo du bist. Ab dem 1.8.24 erhältlich im Trendrider Shop. Ja, ich und mein Mann, wir sind halt einfach nicht so die Sommertypen, wir sind eher so die Herbst-Wintertypen. Und deswegen, wir sind ja eigentlich schon sehr froh, wenn der Sommer wieder vorbei ist. Denn wenn es zu warm ist, also meine Wohlfühltemperatur ist zwischen 20 und 25 Grad. Alles, was darüber hinausgeht, nö. Drunter ist mir egal, weil frieren ist nicht schlimm, dann ziehe ich mir einfach mehr an. Aber schwitzen hasse ich. Deswegen, deine Beach Wipes Box. Sommer, Sonne, Strand. Der Juli steht ganz im Zeichen von Beach Wipes. Bei heißen Temperaturen, strahlender Sonne und endlosen Tagen genießt du die Jahreszeit in vollen Zügen. Ob am Meer oder im Freibad, in einer Strandbar oder in deiner ganz persönlichen Beach-Oase auf dem Balkon. Der Sommer bietet endlose Möglichkeiten zur Entspannung. Fühlst du dich auch schon urlaubsreif? Perfekt, denn deine Trendbox versprüht Strandflair und bringt Urlaubsfeelings direkt zu dir nach Hause. Freue dich auf erfrischende Drinks und Snacks, sommerliche Wellnessprodukte und ein ganz besonderes Lifestyle-Produkt. Bin ich gespannt. Ja, man könnte wieder ein Green-Ticket bekommen mit diesem Badeanzug. Auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Das erste, ich suche es, ich suche es, ich suche es, ich finde es nicht. Es versteckt sich. Haben wir einmal von Gosh, was ich liebe. Gosh, und zwar einmal Effekt Powder 13 Blue Diamond. Tatsächlich so ein blaues Effektpuder. Mega schön. Und zwar Effekt. Irgendwas dann drin riecht. Effekt Powder. Gosh Kopenhagen. Kostet 9,99 €. Ja, es ist nicht billig. Glitzergefällig. Mit dem Effekt Powder der Farbe Blue Diamond von Gosh Kopenhagen kannst du dich nach Lust und Laune austoben. Das strahlende Hellblau macht deinen Beach-Look komplett. Ob als Highlighter, Lidschatten, im Lippenstift, Lipgloss oder gemischt in deiner Bodylotion. Mit dem Puder kannst du jeden Look aufwerten und dich zum Strahlen bringen. Und deine Haut muss dir direkt sorgen. Um deine Haut musst du dir keine Sorgen machen, denn das Puder ist vegan und parfümfrei. Das ist echt cool. Auch wenn ich mir jetzt nicht vorstellen kann, wie das aussieht, wenn man es in Bodylotion tut. Aber das könnte ich mal ausprobieren, oder? Sieht auf jeden Fall, es sieht jetzt nicht so grillblau aus. Also es ist eher so ein, ja, wie dort steht hellblau. Deswegen bin ich gespannt. Werde ich sehr gerne testen. Das kennen wir schon. Ich weiß nicht, ob ich die Farbe schon habe, aber die Marke kenne ich. Und zwar von Floss. My New Favorite Lip Gloss 15 Gramm. Tatsächlich bin ich auch eher ein Fan von Lipglossen, weil meine Lippen dann nicht so trocken sind. Und zwar ist es die Farbe Lex. Opaque Finish. Was auch immer das ist. Lipgloss flossitup.com. 15,95 € kostet der. Schon teuer. Dein liebster Lipgloss für den Sommer ist da. Die Lippenpflege von Floss ist feuchtigkeitsspendend, langanhaltend, klebt nicht und verleiht deinen Lippen den angesagten Wetlook. Perfekt für den Strand. Nicht nur gut für deine Lippen, sondern auch für Tiere. Denn Floss produziert komplett vegan und tierversuchsfrei. Außerdem steht das von Frauen geführte Unternehmen für Inklusivität, jetzt wollte ich Inaktivität sagen, macht keinen Sinn, und Diversität in der Beauty-Industrie. In deiner Trendbox
im Juli gibt es eine von 4 tollen Farben. Hätte mich interessiert, was da noch so drin gewesen wäre. Ich habe auf jeden Fall Lachs oder was auch immer. Dann haben wir von Madara was drin. Das kenne ich tatsächlich noch nicht und jetzt hatten wir schon einiges von Madara. Und zwar Time Miracle Tannic Retinol Serum. 4% Retinol. I'm a Recycle Tube. Hält bis 5.26. Hält tatsächlich relativ lange. Hätte ich nicht gedacht. Einmal ein Serum. Botanic Retinol Serum Madara Cosmetics kostet 24,95. Aber wir wissen, Madara ist teuer. In Reisegröße perfekt für deinen nächsten Strandurlaub. Der Botanic Retinol Serum von Madara. Nordisches Birkenwasser und Hyaluronsäure verböhnen deine von der Sonne strapazierte Haut und sorgen für ein glattes Hautbild. Auch von Fältchen, Pigmentflecken oder Hautunreiten kannst du dich mit diesem Serum verabschieden. Hätte ich eh hier unten wieder ein paar. Das Produkt selbst besteht aus 99% natürlichen und 83% biologischen Inhaltsstoffen und ist frei von aggressiven Chemikalien oder umweltschädlichen Substanzen. Dieses biologische zertifizierte Serum setzt auf einen Retinolkomplex auf pflanzlicher Basis, um deine Haut... Riecht es hier so? Bin mir nicht sicher. Basis, um deine Haut nicht unnötig zu reizen. Die Produktion von Madara findet innereuropäisch in Lettland statt und ihre Verpackungen sind grundsätzlich umweltfreundlich und je nach Produkt recycelbar oder aus bereits recyceltem Material gefertigt. Ja, cool. Warum auch nicht? Finde ich mega interessant. Das nächste lege ich jetzt weg, weil das ist was Größeres. Wahrscheinlich eine in XL. Wunderbar. Dürfte also passen. Hat mir ein T-Shirt drin. Sogar ein relativ langes T-Shirt, finde ich gut. Weil meistens, wenn ich so T-Shirts da in Boxen drin habe, dann sind die immer recht kurz. Hier steht auf jeden Fall drauf, Find Your Flow. Und so blaue Wellenmuster ist hier mit drauf. Und zwar, wir lesen, ich kann es leider nicht aufhalten und lesen. T-Shirt aus Bio-Baumwolle von Trendrider. Also es ist ein Trend-Goodie. 34,95 kostet das. Ist schon teuer für so ein T-Shirt. Weiß ich nicht, ob ich es ausgeben würde. Im Juli haben wir für dich ein ganz besonderes Highlight. Unser eigen kreiertes Boyfriend-Shirt. Exklusiv für deine Trendbox. Das Find Your Flow Oberteil von Trendrider ist perfekt für den Sommer. Mit einem Oversize-Schnitt, sommerlichen Farben und schönem Design versprüht das Shirt Beach-Vibes. Ob locker über Leggings zum Überziehen am See, im Schwimmbad oder für deinen Sommerurlaub. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen Begleiter. Auch über den Sommer hinaus. Er besteht aus 100% Bio-Baumwolle, ist also atmungsaktiv und damit für sommerliche Temperaturen optimal. Ja, es fühlt sich schon sehr locker an, der Stoff, deswegen ist bestimmt toll. Bin ich gespannt. Werde ich sehr gerne anziehen. Obwohl es bei mir nicht Oversize ist, weil es ist meine Größe. Sorry. Dann haben wir einmal, ja eigentlich habe ich T-Shirt Größe L, also dürfte es doch ein bisschen Oversize sein. Feeling Cola Duft. Komposition haben wir. Natur für mein Leben. Bin ich gespannt, ob was das riecht. Dann ist das, was hier so riecht. Nach Cola tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach bloß irgendein ausländisches Wort. Aber hier riecht es tatsächlich nach Cola raus. Interessant. Für dich als 12-Monats-Abonnent ein Special-Drink-Goodie. Und zwar, wir belohnen deine Treue mit deinem 12-Monats-Abo, entdeckst du jeden Monat zusätzliches Produkt in deiner Trendbox. Okay, Cola-Duftkomposition. Shop-Feeling.at, 12,90 kostet das. Ist okay für ein Duftöl. Als Goodie haben wir dieses Mal einen unwiderstehlichen Raumduft für dich entdeckt. Die Cola-Duftkomposition von Feeling duftet nach deinem liebsten Sommergetränk, tatsächlich. Dieser Geruch lässt dich in Kindheitserinnerungen schwelgen. Als Sommerdrink, Wassereis oder im Freibad war Cola ein Muss. Limette, Urzitrone, Zimtrinde, Nelkenknospen, Kardamom, Vanille, Absolut und Ingwer kreieren den einzigartigen Duft, den du mit deinem Goodie genießen kannst. 4 bis 5 Tropfen der Komposition reichen schon aus, um den Raum mit dem besonderen Duft zu füllen. Perfekt, um dein Zuhause einen frischen sommerlichen Duft zu verpassen. Es riecht tatsächlich nach Cola. Mega. Also man muss natürlich vorsichtig sein, weil ich denke, dass so ein Duft auch sehr, sehr schnell Durst auslösen kann. Vielleicht trinke ich dann mehr. Muss ich mal probieren. Also zumindest war es bei diesem Fanta Lip Balm immer, da habe ich immer Durst bekommen. Und da ich eh ein sehr schlechter Trinker bin, wäre das vielleicht nicht schlecht. Mal gucken. Finde ich cool. Also ich weiß nicht, wer auf sowas kommt, aber ich finde es mega cool. Dann haben wir hier einmal eine Dose. Und zwar haben wir einmal Asao von Natur aus Wach Pink Grapefruit mit Guarana. Lecker. Ich liebe Pink Grapefruit. Bio Energy Drink Pink Grapefruit von Asao.de. 1,75 kostet das. Müde geworden beim Sommerbaden? Dann probiere den Pink Grapefruit Bio Energy Drink von Asao. Der pinkfarbene Drink ist sommerlich erfrischend
und super lecker. Agave, Pink Grapefruit und Guarana sind unwiderstehlich und dazu auch noch gesund. Das natürliche Koffein von Guarana und das Vitamin C der Grapefruit werden durch die leichte Süßung von Agavendicksaft zum idealen Sommerdrink. Egal ob unterwegs oder zu Hause. Der Energy Drink spart Zucker und kann so ohne Bedenken genossen werden. Außerdem legt Asao hohen Wert auf Bioqualität, vegane Produkte und nachhaltige Produktion sowie Verpackung. Ja, sehr schön. Werde ich sehr gerne trinken und im Sommer auf jeden Fall mega erfrischend mit Grapefruit-Geschmack. Und dann haben wir etwas sehr Interessantes drin. Kenne ich nicht. Von Birkengold Xylit Lolli Himbeer. Oh, leider Himbeer. Ich mag doch kein Himbeer. Hätte die halt Apfel oder so gemacht oder Cola. Zuckerfrei, Vitamin C, Vitamin D und Zink, Thiamin und Salbein. Zuckerfrei Vitamin Lolli. Shop birkengold.com kostet 99 Cent. Hat man sogar mit Trendradar 10 kann man sparen. Mit dem zuckerfreien Xylit Lolli von Birkengold kannst du bedenkenlos naschen und tust gleichzeitig etwas für deine Zahngesundheit. Die vegane zuckerfreien Lollis enthalten Zink, Vitamin C und Vitamin D. Der enthaltene Xylit hemmt Kariesbildung und fördert die Remineralisierung deiner Zähne. Auch Vitamin D wirkt sich positiv auf deine Knochen aus. Außerdem achten sie auf nachhaltige und umweltfreundliche Verpackung. Die Lollis sind ideal für Kinder, aber auch für große Naschkatzen. Ein Highlight. Der fruchtig-sommerliche Geschmack der Lollis passt perfekt zur warmen Jahreszeit. Also ab damit in deine Strandtasche und los zum Baden. Zweimal damit, egal. Ich werde die vielleicht meinem Neffen geben. Ich weiß nicht, wem ich das gebe, aber ist nicht meins. Dann haben wir was mega Interessantes und zwar All Good Chocolate Organic Cereal Goodness. No Refined Sugar. All Good. Das sind so Ringe, seht ihr das hier? Ah, warte in die Richtung. Da, hier. So Ringe sind das. Die Packung sieht auch mega aus. Bio-Cereale mit Dattelsüße. All Good Organic kostet 3,95. Finde ich okay. Kosten jetzt Kellogg's tatsächlich auch nicht so viel weniger. Süß, knusprig, lecker. Diese Cerealien darfst du auf keinen Fall verpassen. Als perfekte Stärkung für deinen Strandtag findest du in deiner Trendbox süße Bio-Cerealien ohne raffinierten Zucker von All Good. Gesüßt werden die crunchy Frühstücksflocken mit Datteln für 100% Geschmack, ohne zu viel Zucker. Wie du siehst, sind die Cerealien gesund, vegan und bio. In deiner Trendbox gibt es eine von drei leckeren Sorten zum Probieren. Original mit einem Hauch von Vanille. Bin ich froh, dass ich die nicht hatte. Schokolade oder Zimt. Oh, Zimt wäre auch toll gewesen. Aber Schoko ist auch toll deswegen. Auch mit Joghurt oder Früchten ein Traum. Wie gesagt, Zimt oder Schoko. Ich bin nur froh, dass ich kein Vanille hatte. Ihr wisst es, ich habe es nicht so mit Vanille. Deswegen, ich freue mich. Dann haben wir hier ein Pesto wieder drin. Irgendwie gibt es zurzeit ganz schön viel Pesto. Da kann ich mich jetzt zuschütten damit mittlerweile. Von Boiodo Pesto Rosso Cremig. 100% Biozutaten aus landwirtschaftlichem Anbau. Herzhaft fruchtig, dank sonnenverwöhnter Tomaten. Einzigartige Cremigkeit mit vielseitigem Genuss. Genau, die hält auf jeden Fall noch bis. Haben wir dann Verfallsdatum? Ich glaube, das hat keins. Aber müsste es eigentlich haben, oder? Normalerweise ist es doch immer irgendwo hier oben am Rand. So lange wird es eh nicht halten. Pesto Rosso von Shop Boiodo. 3,69 kostet, das ist okay. Würde jetzt ein anderes Pesto auch kosten. Hast du Lust auf eine herzhafte Stärkung? Dann kommt das Pesto Rosso vom Biodo. Wie gerufen, genieße deine Pasta mit dem veganen Pesto aus deiner Trendbox. Das Pesto ist super vielseitig, denn auch als Dip oder als Dressing für einen bunten Sommersalat zum Mitnehmen an den Strand eignet es sich ausgezeichnet. Es besticht mit cremiger Konsistenz, fruchtig intensivem Geschmack und 100% Bio-Zutaten. Du tust mit deiner Wahl für Biodo-Produkte sogar etwas Gutes, da das Unternehmen für Nachhaltigkeit einsteht. Mehr dazu erfährst du auf der nächsten Seite. Okay, da steht wahrscheinlich noch was vom Boiodo dort. Ja, tatsächlich haben wir noch was vom Boiodo stehen. Und eine Packliste für den Badeausflug. Aber da sind wir noch nicht. Genau, einmal ein Pesto. Kann man auch immer brauchen. Auf jeden Fall. Dann, da bin ich sehr gespannt drauf. Das hört sich ja mega lecker an. Und zwar haben wir hier einmal von Glow Kitchen Enjoy Naturally Mini Banana Bread Nature. 30% Banane. A little treat for someone sweet. Schön. Mini-Bananenbrot von Glow Kitchen EU, 1,99 kostet es. Ist jetzt nicht so billig, aber wenn es schmeckt. Das Mini-Bananenbrot Natur von Glow Kitchen Food kommt in einer praktischen Travel-Size daher und darf diesen Sommer nicht fehlen. Durch die Größe ist es der perfekte Snack für den Seeausflug oder den Freiburg-Tag. Mit 30% Bananen und 52% weniger Zucker. Als herkömmlichen Rührkuchen verspricht das Bananenbrot tollen Geschmack. Außerdem ist der Snack aus 100% natürlichen Zutaten, vegan und bio. Auf Palmfett wird komplett verzichtet und stattdessen hochwertiges Rapsöl verwendet, wenn du auf super saftiges und unglaublich leckeres Bananenbread stehst. Dann bon appetit. Das würde ich jetzt am liebsten essen, ich sag's euch. Ich habe echt mega Hunger.
348 Kilokalorien pro 100 Gramm. Und hier sind drin, man weiß es nicht. Keine Ahnung, 70 Gramm sind hier drin. Ja, freue ich mich. Bananenbrot mag ich. Ich mag auch selber gerne Bananenbrot. Dann haben wir noch was drin. Ach ja, die liebe Lene hat meine Box gepackt. Und hier zur Seite. Und dann haben wir noch was sehr Interessantes drin. Und zwar einmal von Comali Tortilla Mexicana. Mais-Tortillas. 10 Stück sind da drin. Traditional. Sieht ein bisschen zerquetscht aus. Okay. Und zwar hätten da zwei Sachen drin sein können. Das andere sage ich euch gleich. Ich habe einmal die authentisch mexikanischen Tortillas. ComaliTortillas.com. 4 Euro kosten die. Die Traditional Amarilla von Comali Tortillas bringen Mexiko-Feeling direkt in deine Küche. Da die Tortillas aus authentischen mexikanischen Zutaten bestehen, ist der Geschmack ebenfalls authentisch und unglaublich lecker. Du kannst kulinarisch kreativ werden und dich von Enchiladas, Tacos, Flautas, Quesadillas, Burritos und mehr versuchen. Es wird in jedem Fall ein Genuss, egal ob zum Snacken, am Strand oder auf eine Beachparty mit Freunden oder unterwegs. Du wirst garantiert nicht genug von den Tortillas bekommen. Buen provecho. Aber wie macht man die? Ah ja, die Tortillas in einer vorgeheizten Pfanne 80 Grad erwärmen, ca. 30 bis 50 Sekunden auf einer Seite, bis sie warm und flexibel sind. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren, halten sie es fest in Folie oder Reißverschlussbeutel eingewickelt und verbrauchen sie innerhalb 3 Tage. Okay, werde ich probieren, finde ich mega, aber ich werde dann gucken, dass ich gleich alle mache, dass da nichts übrig bleibt und nichts schlecht wird. Ja, und da hätte es einmal noch gegeben, den Biofisalis-Sirup, das ist der hier abgebildet ist. Huch! Hier, den jetzt gegeben. Bin ich ganz froh, dass ich den nicht drin hatte, denn ich mag kein Fisalis. Ich hasse Fisalis, die sind mir zu sauer. Deswegen, und Gott sei Dank hatten wir die Tortillas drin. Ja, wir haben dann hier noch 15% Rabatt und einmal 20% Rabatt von bei Comali. Und leider habe ich keine Green Card, aber egal. Ja, das war alles, was in der Box drin war. Wir gehen noch mal kurz durch. Habe ja nichts runtergeworfen, oder? Einmal ein Pesto, einmal was zu trinken, einmal die Tortillas, einmal Bananenbrot, einmal ein Mega Müsli, einmal ein Duftöl, das nach Cola riecht. Oh, ich finde es Hammer. Einmal ein Lolli, einmal Puder, genau. Einmal von Madara was, ein Serum, einmal ein Lipgloss und einmal ein schönes ein T-Shirt. Ja, und das war alles, was hier drin war. Auf jeden Fall genug. Was sage ich zur Box? Ich finde die richtig Hammer. Ich finde die tatsächlich richtig Hammer. Da ist nichts drin, wo ich sage, mag ich überhaupt nicht. Nur tolle Sachen. Nur tolle Sachen. Ich bin richtig begeistert. Es sind so viele tolle, also die Beauty-Produkte sind toll. Das Serum hätte ich jetzt nicht gebracht, weil ich schon so viel habe. Aber der Rest auf jeden Fall. Die Food-Produkte sind mega, werde ich sehr gerne probieren. Und auch das T-Shirt, Hammer. Ich bin echt begeistert. Ist nichts drin, wo ich sage, das schmeckt mir überhaupt nicht. Außer es wäre der Physalis-Sirup drin gewesen. Aber den hätte ich dann meinem Mann gegeben. Nein, Hammer. Tolle Box. Bin ich sehr froh, dass ich die noch bekommen habe. Ich bin jetzt gespannt, wie die August-Box ist. Hoffentlich ist die auch so gut. Würde mich freuen. Und dann würde ich das Video beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Sehr gerne einen Kommentar da lassen. Was sagt ihr zur Box? Wie fandet ihr sie? Natürlich könnt ihr mich ja kostenlos abonnieren. Unten auf den Abonnieren-Button. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.